Es wird alles offenbar werden. So, das ist jetzt hier ein bisschen... wie nennt man das? Ungewöhnlich? Ja, genau so. So nennt man das. Uah. So. Einfach nur, damit man hier nicht sofort runterkachelt irgendwie. So. Und ist doch toll. Ich glaub's nicht. Ich bin hier fast fertig mit dem Kram. Hui. Und ich habe keinen einzigen Gerüstblock verloren bisher. Danke, dass das auch weiterhin nicht passiert. Das lohnt sich nicht. Mit dem Baumaterial, das lohnt sich einfach nicht. Nö. So, habe ich jetzt hier alles... Ja. Du siehst es, ne? Ja, ich sehe es auch. Jetzt sehe ich es. I can see clearly now the rain has not gone. Aber weißt du, das kann ja mal passieren. Sollte nicht, aber kann. Und solange sich das alles reparieren lässt, es wird Nachtigkeit, ja. Ja, komisch, Hundi geht mir heute gar nicht so auf den Sack wie sonst, aber wahrscheinlich, weil er da ziemlich weit ab vom Schuss liegt, ne? Er liegt, sitzt, Platz. Ja, und der Hund setzte sich hin und platzte. So. Ja, dann würde ich sagen, ich packe mal den Rest vom Baumaterial und allem, was hier so hergehört. Schau dir das an, wirklich nicht viel da. Auch hier die Gerüstblöcke kommen hier mal rein. Ich fülle mal das Eisen auf. Aha. So. Ja. Ich sollte Folgendes tun. Reisen wir mal zu Fuß nach Honky Island rüber. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, da extra nach Kioschheim rüber zu gehen. Warte, das muss ich mir jetzt mal anschauen von hier unten. Doch, das hat was. Ich sollte vielleicht... Oh, alter Hunk und das Rülps am Start. So, 26 Minuten. Seit der letzten Pause. Ich habe gedacht, das wäre mehr. Und ich könnte jetzt natürlich hier unten in die Mine gehen. Und da noch das beste Gestein rausholen. Es wäre vielleicht sogar eine intelligente Idee. Eine echt nice Sache wäre das mal. Der Papagei ist mal hässlich. Ich finde die Farbkombination total hässlich. Da ist noch so einer. Papageien dissen. So, Mahnmal Hundi. Wollen wir uns mal ärgern, dass wir sehen, dass da immer noch keine Bienen sind. Also sie sind nicht da drüben, sie sind nicht hier. Ja, wie gesagt, also ich wäre mir nicht zu schade, mir die Bienen wieder per Creative oder per Command wiederzuholen. Weil das ist einfach eine Frechheit. Ich meine, ich habe mir richtig Mühe gegeben, die Kackviecher an den Start zu kriegen. Ja, und was ist mein Lohn dafür? Lohn ist nicht da. So, hier bauen wir auch noch irgendwann weiter. Wie immer. Irgendwann ist irgendwann. Hui, aua, das war nicht gut. Ob ich mal ein bisschen Drecksholz hole? So, ja, kann man ja, das ist ja durchaus
im Rahmen der Möglichkeiten. Und die Dinger, die sollen eh weg. Also hier in Hamburg gibt es ja auch solche, also eigentlich in ganz Norddeutschland, solche Sumpfwälder, weißt du, wo so ganz dünne Birken drin rumstehen. Oh, und da sind dieses Jahr die Mücken so heftig. Also du gehst nur einmal kurz ins Gebüsch pinkeln, ne? Und du kommst gar nicht zum Pinkeln, weil in 0, nix sind deine Beine von einem Pelz aus Mücken überzogen. Und also ich hatte neulich, hatte ich die Beine so richtig dick angequollen, weil so viele Mückenstiche dran waren. Ist echt, ne. Also das letzte Mal, dass ich sowas erlebt habe, so in dieser Intensität, das war in Nord- und Mittelschweden, weißt du? Da ist es ja so, da gibt es so diese Wälder oder Sumpfgegenden, wo teilweise so dieses total weiche Moos irgendwie, so richtige Teppiche, ne? Und da gab es so einen alten Gag, den die Eingeborenen dort immer gebracht haben, dass wenn man auf dieses Moos einen Hut drauf wirft, dass der Hut schwebt, weil die Mücken aufsteigen, ne? Also auch Finnland zum Beispiel. da war das Gleiche. Und Finnland, als ich dort war das letzte Mal, Wasser von oben, von unten, von der Seite, also du bist einfach nur, hast einfach nur Wasser geatmet. Ja, und jede Menge Mücken. Und was für Brummer. Also da kommst du zurück nach Hause und hast erstmal Anämie, also Blutarmut. Brauchst erstmal eine Bluttransfusion, Digga. So. Ich erzähle jetzt hier nur random Shit, damit ich hier irgendwie die Zeit überbrücke, während ich nach Hause nach Honkheim reise. Ach ja, es gibt noch eine Sache, die ich geplant habe, nämlich also wir haben ja da letztes Mal den Tunnel gebaut, ne? Den wunderbaren Eisenbahntunnel. Weißt du was? Ich fäll jetzt hier mal die Bäume auch noch weg. Wie viel Platz habe ich noch? Ah, super. Eigentlich könnten wir angeln. Wäre ich glatt dran interessiert. Ja, ich habe jetzt die Angel drüben gelassen. Warte mal. Das ist aber blöd, was du hier machst gerade, ne? Ja. Es war. Guck, da hatte ich schon so einen Fehler gemacht und jetzt mache ich ihn gleich wieder. Ja. Dann kann ich nämlich hier, also während ich dann jetzt da drinne noch was mache, fallen dann hier möglicherweise die Setzlinge runter. Die sind ja schon verplant, die Teile. Für Dinge. So, es ist die Frage, wie viele Blöcke sind hier noch drinne? Ich will mich möglichst nicht nochmal hochbauen müssen. So, ja. Konzentrier dich. Auch wenn es schwer fällt. Ja, ich hatte auch die letzten Wochen öfter äußerst schlechten Schlaf. Und zwar nicht, weil ich mir Sorgen um die Fahrt gemacht habe. Nee, ganz und gar nicht. Aber wegen Muskelkater in den Beinen. man merkt das gar nicht, dass das einen so unterschwellig wach hält. Ne? Aber am nächsten Tag merkst du ganz einfach, dass dir wohl ein bisschen Power fehlt. Ne? Also, ja. Aber ich sag mal, wenn ich am Vortag gewandert habe und am nächsten Tag kriege ich meine Beine nicht gerade oder nicht gebeugt, dann weiß ich, dass ich was richtig gemacht habe. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Alter. Stimme zerbricht. Warum wächst das Kackteil nicht? Ja, aber das, weil das bisher neben einem schon gewachsenen Baum stand, denke ich so. Liege ich da richtig? Alter, nee. Ach, das kriegen wir schon. Wenn da nicht noch einer drin ist.
Ja, gut, super. So, da kommen die Setzlinge. Genauso muss das. Ja, lass mal was essen hier. Ja, ich glaube, ich mache schon wieder nach 40 Minuten Pause. Alter, ich habe heute wirklich eine Konfirmandenblase irgendwie. ich würde sagen, wir nehmen auch ein bisschen Getreide von hier mit. Ich werde erstmal gucken, ob ich drinnen schon was habe. Ansonsten muss ich das dann mal abernten. Na, wie sieht es hier aus jetzt? Edzard. So, 2 Setzlinge, 3 Setzlinge haben wir bereits. Also Return of Investment ist schon mal. Ja. Ich glaube, es ergibt keinen Sinn, hier unten einen Baum, ne? Oder ergibt das Sinn? Oh, guck mal. Return of Investment. Weißt du, dann würde ich sagen, ich pflanze hier hinten auch noch einen an. Irgendwo auf der Heide. So. Warum wieder nicht wachsen, frage ich mich ehrlich. Also, na sowas. Okay. Jetzt muss ich genau überlegen, was ich hier eigentlich alles holen wollte. Also, wir brauchen eine Schere. Ja, wir haben Scheren. Ich nehme mal die, die am meisten kaputt ist. Ach, und die nehme ich auch mit. So, ja, tatsächlich, diese Wasserflaschen könnte man mal machen, dass man die... Unbreaking Mending. Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Was? Ja, ich habe keinen Bock darauf. Ich glaube, ich muss das Getreide abernten. Ja. Ist ja toll. Dann mache ich das mal. Aber erst nachdem ich geschlafen habe. Jo. Ach ja, kartografieren müssten wir eigentlich auch nochmal. Ich sag euch eins. Diese Welt wird nie fertig werden. Es gibt so viel zu tun. Und jedes Mal kommt wieder was dazu. Weil ich auch immer wieder neue Projekte beginne. Dann werd doch mal mit was fertig. Das wäre intelligent. Und langweilig, glaube ich. Also für mich. Öfter mal was Neues macht mir viel mehr Spaß. Ja, ja, ja. Was hatte ich noch mal letztes Mal erzählt, als ich hier das Getreide abgeerntet habe? Weißt du was? Die rote Beete ernten wir auch ab, weil das vergesse ich immer. Dann braucht man nämlich keine roten Blumen zu killen für rote Farbe. Und wir brauchen rote Farbe für verschiedene Dinge, oder? Ja, für das Glas, genau, für das Lila-Glas. Also die Fenster in diesem Arkan-Institut werden anders als normalerweise. Ich glaube, das wurde nur in Horstgeheim nochmal gemacht. Horsti, bist du noch hier? Ja, schön, wenn du dich mal meldest. Vor dem 15. Nee, ich laufe niemandem hinterher. Wenn der Horsti mich in Wien treffen will, dann, ja, dann soll er Bescheid sagen. Aber ich werde einen Teufel tun, jetzt irgendwie Horsti hinterher zu laufen und zu sagen, so von wegen, Horsti, Horsti, Horsti. Ha. Ich habe momentan jede Menge Dinge am Bein und ja, also wenn der Horsti mich treffen will, dann, dann soll er sich melden. Ansonsten, ich glaube, ich werde mich in Wien gut beschäftigen können. Oh ja. Ich werde so richtig Touristen-Sightseeing machen. Ich werde mir so die wichtigsten Dinge anschauen. Und muss mal sehen, ob
ich als Verpflegung Bier oder Wein mitnehme. Eigentlich für Wien wäre eher ein Wein. Obwohl, Bier, da gibt es doch dieses Bier, das ist der Mundel, weißt du? Mein Bier ist nicht der Bad. Ich habe neulich irgendwo tatsächlich gelesen, welches Bier das ist. Und das soll auch ganz gut schmecken. Also wäre es doch geil, mit dem nicht depperten Bier durch Wien zu laufen. Das ist urleibernd, da müssen wir hier. Der Herr Kittenkummler wird wissen, was ich eben gerade referenziert habe. So. Ja, so. Dann ist das jetzt auch mal abgeerntet. Ich überlege, ob ich nochmal die Erfahrungslevel voll mache bei den Kühen. Weil wenn ich tatsächlich heute noch in den Nether gehe und beim Lohnspawner rumhänge, ist es möglich, dass ich einen Anfall von Tod habe. Weil könnte durchaus sein, dass ich heute nicht ganz im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Ich sag ja, die entspannteste Zeit seit langem wird passieren ab dem 15. Nur noch fahren. Nur noch körperliche Anstrengung. Keine Planung mehr, keine Sorgen, kann man nicht sagen. So, wie mache ich das am besten? Also, warte. Die Samen und die Lappen, die packe ich da drüben wieder in den Kompost da rein. Ja, Schnauf. Oh, guck mal, ist gewachsen. Und Setzlinge gab es keine mehr. Okay. Das merke ich mir. Okay, also pures Return of Investment. Also nur, pack mal den hier noch hin. Nur so viele Setzlinge rausgekriegt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nur so viele Setzlinge rausgekriegt, wie ich reingesteckt habe. So, nehme ich mal das ganze Getreide mit. Okay, jetzt noch die anderen Sachen. Es wäre gerade Pausenzeit. Es passiert zwar noch nicht sehr, aber es muss ja auch nicht sein. hier haben wir Glas. Ich weiß, dass ich mich irgendwann dafür verfluchen werde, dieses Glas mitgenommen zu haben, alles. Aber, Schere habe ich. Ja, ich gucke nochmal alles durch. Nur für den Fall. Ich gucke nochmal, ob ich hier irgendwas brauche. Weil ich kann irgendwie nicht ganz glauben, dass ich wirklich alles dabei habe. Brauche ich rote? Ne, hier die Lila, die nehme ich mal mit. Und die weiße nehme ich auch mit. Ich nehme mal diese Silk Touch Schaufel mit. Dann werden wir auch sehen, ob man damit Glas abbauen kann und erhalten kann. Halt mal, gehen wir doch durch den Nether. Diesmal schon. Unser U-Bahn-Tunnel hier. Ne? Ja, bauen wir auch bald dann weiter. So. Ich überlege übrigens, ob ich in Kirchheim genau das gleiche mache wie hier für Honkheim. Also, dass wir ein Portal haben, das ins Arkane-Institut und ins Dorf führt. Also jeweils. Würde sich anbieten. Ja, dann mache ich das doch. So. Ich nehme mal die hier noch mit. Naja, die gehört sowieso wohin? Nee, hier kommt ja ein Gang lang. Ach, guck mal, da ist so ein Steinschneider. Ja, so. Ach, ich weiß noch, wie wir das hier gebaut haben. Und wie ich hier... Kann eigentlich der Opel-Fritze durchs Portal gehen? Ich habe das noch nie gesehen, dass sowas passiert ist. Also vom reinen Größenverhältnis dürfte das passen. Das passt. Nee, ich muss da gar nicht rein. Ist besser so. Dieser ganze Müll hier muss abgegraben werden. Das muss aufgefüllt werden. Ja, also
Das ganze Gebäude, der ganze Komplex hier ist sowas von durchgeplant. Und es wird schön. Es wird wunderschön. Ja, und bisher hat das niemand außer mir gesehen. Normalerweise mache ich das ja so, dass ich meinen Vertrautesten der Vertrauten durchaus zeige, so, guck mal hier, das habe ich gemacht und so weiter. Aber diese Planung, diese Skizze ist nirgendwo bisher gezeigt worden. Nicht mal im Discord. Auch die von Denisium. Ich habe auch ein absolut ausführliches Planungsding für Denisium. Moin, ihr Schafe. Wisst ihr was? Gibt gleich was zu fressen. Aber erstmal. Gib her. Jetzt wird's kalt. Winter ist coming, Digga. So. Die wollten den beschützen, den Schaf. So, und jetzt, Edzard, gibt's fressen. Ach, guck mal, schon wieder nachgewachsen hier. Guck mal, ganz viele lila Schafe. Ach, guck mal. Unlimited Supply. Ach, guck mal. Ach, da liegt noch was. So, ich lock die mal hier rüber erstmal. Kass. Hast du so gedacht? So, wie viel habe ich denn gekriegt? Oh, wundervoll. Ja, dann kann ich eigentlich anfangen mit der ganzen Bauerei. Oh, hier wird so viel passieren. Leute, Mädel. Autsch. Ja, da bin ich froh, wenn das hier irgendwann mal vernünftig gemacht ist. So, was ich jetzt brauchen würde, ist erstmal eine Pause. Gibt grandiose Überlänge der Folgen. Ich sage Ciao mit Ü. Wie Überlänge oder R wie Räuspern. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir irgendwas machen. Wahrscheinlich hier weiterbauen. Bis denne.